Der Petrovic hat eine gebrochene Nase, ja. Der Patrick Fabian hatte eine gebrochene Nase, Gigi hatte verstauchte und geprellte Daumen, der Mike hatte geprellte Rippen, die Julia hatte auch eine Entzündung im Ellenbogen. Also das heißt, es ist gar kein Spaß. Also jeder, der diese 12 Wochen durchmarschiert, hat Verletzungen, hat Schmerzen und zieht trotzdem durch. Also da ist wirklich Leistung hinter. November 2023, 18 Uhr, Muss-Termin für alle Box-, Reality- und Gossip-Fans. Fame-Fighting steht an, das ist das neue Promi-Boxen und das Spektakel des Jahres in der Leitung. Sie sehen ihn schon, Veranstalter, Temptation Island-Legende und selbst auch leidenschaftlicher Fighter Eugen Lopez. Lass uns das mal ganz kurz zusammenfassen für alle die, die jetzt zum ersten Mal von Fame Fighting hören, was das eigentlich ist. Also du hast es als Veranstalter geschafft, 9 Kämpfe zu organisieren. 18 Kämpfer und Kämpferinnen hast du unter Vertrag genommen. Das sind auch echt ganz krasse Leute, die man kennt. Aus dem Reality-Business, YouTube, Instagram, also alles, was Reichweite und Rang und Namen hat, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Das Ganze wird stattfinden im Maritim Hotel in Bonn vor Live-Publikum. Über 2000 Menschen, also ausverkauftes Haus. VIP-Gäste on top plus roter Teppich, das wird total wild. Warum hast du dich dafür entschieden, wirklich ausschließlich Leute jetzt aus Reality, YouTube, Instagram zu nehmen, die in den Ring gehen? Also Reality, weil ich ja selber aus Reality komme. Ich war ja selber in 3 Formaten. Im Endeffekt haben wir damit angefangen, weil ich bin jetzt seit 2019 so mit diesen Fernsehgeschäften in enger Verbindung, sag ich mal. Und ja, man kennt es einfach so. Das ist immer so, die Leute produzieren in den Formaten für Quote, so diesen künstlichen Beef, regen sich künstlich auf, schreien rum, werden frech und so. Wir haben einfach gedacht, ey, wir brauchen eine Plattform, wo genau diese Leute auch mal getestet werden, so. Ob die wirklich auch was dahinter haben oder nur frech für die Quote in der Show sind. So dieses heiße Luft hin und her bewegen. Ich sag jetzt was, schrei jetzt ein bisschen rum, euch wird in der Kamera gezeigt, hi, peace, ich bin da. Aber am Ende, ob da wirklich auch was hinter ist, wird man bei uns jetzt sehen. Gab's irgendwie, das würde ich auch super spannend finden, irgendwelche Sonderwünsche von den ganzen Promis, die da, das kennt man ja so bei großen Konzerten. Jeder. Oder so. Eine Beyoncé, weißt du, die will dann den Raum in weiß haben, dann will sie eine Käseplatte oder was weiß ich was. Hast du da auch so eine Sonderwünsche auf dem Zettel gekriegt? Ja, von jedem. Ja? Jeder hat mich angerufen, kann ich dies, kann ich das, kann wir so, kann wir das. Und ja, ich habe alles abgelehnt, ne? Also keiner von den Kämpfern, alle 18 kämpfen unter gleichen Bedingungen. Keiner hat eine Extrawurst. Jeder wird fair behandelt, jeder wird gleich behandelt. Ich wollte Leute haben, die das Ding leben, die wirklich mit Feuer und Flamme in diesen Kampf reingehen, trainieren wie die Berserker und wirklich ein sportlich attraktives Können am Ende des Tages zeigen. So, und ich bin auch sehr stolz auf jeden Einzelnen, der dabei ist, weil Boxen ist nicht, ey komm, wir machen ein Charity-Fußballturnier oder wir machen jetzt Promi-Darts werfen oder Promi-Bowlen, da wo man quasi jeden bekommt, weil das tut halt nicht weh. So, absolut. Ne? Fame Fighting, also Boxen, ist was anderes. Das heißt, du kriegst ein Datum, du kriegst eine Uhrzeit und du gehst in den Ring rein vor über 2000 Leuten. Und der Gegenüber will dir einen auf die Mappe geben. Ja. Das ist was anderes. So, und deswegen muss man auch auf jeden Fall den vollsten Respekt an jeden, der mitmacht, ja, aussprechen und sagen, jeder, der dabei ist, hat schon gewonnen. Weil es gehört viel Mumm dazu, in den Ring zu steigen. Es gehört viel Leid, viel Schweiß, viel Blut dazu, diese Vorbereitung durchzuziehen. Plus, die müssen auch eine Gewichtsklasse erreichen. Also das heißt, die Leute nehmen ab oder zu für ihre Gewichtsklasse. Also da ist wirklich Leistung hinter. Da ist nicht einfach, yo, am 4.11. treffen wir uns alle zum Fahrradfahren und bringt bitte Turnschuhe mit. Sondern voll. Es ist eine harte Vorbereitung, 12 Wochen harte Arbeit. Da, wo die Leute anfangen an sich zu zweifeln, wo die Leute Mental Breakdowns durchleben, wo die Leute auf eine Mappe kriegen. Wir hatten Videos schon da, wo die Nasen gebrochen waren. Ja, da, aber Alex jetzt aktuell zum Beispiel auch, Petrovic. Der Petrovic hat eine gebrochene Nase, ja. Der Patrick Fabian hatte eine gebrochene Nase, Gigi hatte verstauchte und geprellte Daumen, der Mike hatte geprellte Rippen, die Julia hatte auch eine Entzündung im Ellenbogen. Also das heißt, es ist gar kein Spaß. Also jeder, der diese 12 Wochen durchmarschiert, hat Verletzungen, hat Schmerzen und zieht trotzdem durch. Deswegen nochmal an dieser Stelle an jeden, denn 18 Kämpfer, alle haben meinen Respekt verdient. Alle sind geile Typen, geile Frauen, wirklich cool. Wie wird denn auf die Promis aufgepasst? Sind Sanitäter und so jetzt dann auch in der Halle? Wie hast du dich da aufgestellt? Wir haben Cutmans.
Also ein Cutman ist zum Beispiel, wenn du jetzt hier einen Cut bekommst, dann flickt er das sofort, also während des Kampfes. Wir haben Ärzte vor Ort, also wir haben ein ganzes Profi-Team, was eigentlich zuständig für Profi-Events ist, was quasi für die Gesundheit der Kämpfer zuständig ist. Und die werden vorher gecheckt, die werden nach dem Kampf gecheckt, die werden während des Kampfes in den Ringpausen gecheckt. Also auf die Gesundheit ist da auf jeden Fall mega viel Wert gelegt worden, Ja. weil es halt keine Profis sind. Das erste Mal bricht eine Nase schwer. Da muss schon wirklich ein harter Schlag auf die Nase kommen. Aber mal gebrochen war, dann knackt die schnell weg. Uiuiuiui. Also Alex muss auf seine Nase aufpassen, auf jeden Fall. Also du hast ja in dem Kampf so viel Adrenalin, dass du in diesem Moment diesen Schmerz nicht spüren wirst. Erst wenn der Kampf vorbei ist und das Adrenalin ein bisschen runter geht, dann schwillt die Nase an und dann hast du Schmerzen. Dann letzte Frage, Eugen, und wichtigste Frage: Warum hast du dich entschieden, das Ganze live über Bild Plus zu streamen? Das ist eigentlich ganz einfach, aber eine coole Frage. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich hatte mehrere Optionen, mehrere Streaming-Anbieter, große Streaming-Anbieter, die alle gleich groß ungefähr sind. So, aber ich wollte nicht, dass man gebunden ist und auf 20:15 Uhr wartet, zu Hause auf der Couch und einschalten muss, sondern ich wollte, dass egal wo der Mensch ist, egal mit wem der gerade ist, zuschalten kann. Das heißt, du machst dir ein Pay-Per-View, Bild Plus, und egal ob das dein Handy, deine Apple Watch, dein Tablet, deine Konsole, dein PC, dein Laptop, dein TV, du kannst es auf allen Endgeräten einschalten. Einfach nur bei Bild Plus rein, Stream an, und egal wo du bist, egal mit wem du bist, du kannst es mitverfolgen. Und das war mir sehr wichtig, weil nicht jeder ist auf einen Samstagabend um 20:15 Uhr zu Hause vorm Fernseher und denkt sich, oh, wann kommt das? Sondern man ist vielleicht beim Training, vielleicht beim Essen, vielleicht irgendwo, aber du kannst überall zuschalten und das war mir sehr wichtig. Wir sind alle ganz heiß, alle müssen dabei sein. Das sagt Eugen Lopez. 4. November, 18 Uhr, live im Bild Plus Stream. Das ist das Einzige, was Sie sich merken müssen. Den Rest zaubern wir alle dahin.